Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Computerclub Margareten, zum Thema Sicherung, Backup, habe ich euch Informationen zusammengestellt, in denen auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung enthalten ist, wie man so eine Sicherung macht. Das Wort Backup kommt von Rückenstärken, Unterstützen, eine Sicherung anlegen. Aber das Wort Backup oder Sicherung ist sehr weit. Da kann viel damit gemeint sein und ich weiß, dass Menschen, die darüber sprechen, oft aneinander vorbeisprechen, weil unterschiedlich gemeint sein kann. Was wird gesichert? Wie wird es gesichert? Dabei ist eine vernünftige Sicherung so wichtig, weil mit ihr kann man einen abgestürzten Computer, einen für tot erklärten Computer wieder ins Leben zurückholen und er läuft danach, als wäre nie etwas geschehen. Damit wir wirklich vom Gleichen sprechen, möchte ich kurz zusammenfassen, was wir eigentlich alle schon wissen. Was ist ein Computer? Ein Computer ist eine Rechenmaschine. Die Rechenmaschine kann nur Zahlen verarbeiten. Alles, was wir in den Computer geben, Bilder, Textdokumente, Musik, muss zuerst in Zahlen umgewandelt werden. Am Schluss kommen wieder Zahlen heraus und über den Drucker, über den Lautsprecher, über den Bildschirm kommen dann wieder Informationen, die uns zugänglich sind, heraus. Der Computer ist aber ein besonderer Rechner. Er rechnet nicht mit dem im Alltag üblichen Zehnersystem, wo wir 10 Symbole verwenden, von 0 bis 9, sondern er verwendet das Zweiersystem, das binäre System, das nur die Symbole 0 und 1 verwendet. Diese Rechenmethode ist genial. Sie ist deshalb so toll, weil sie technisch ganz einfach zu realisieren ist. Kontakt geschlossen, Kontakt offen. Strom, kein Strom. Loch, kein Loch. Magnetisiert, nicht magnetisiert. Ein Grübchen oder kein Grübchen, wie wir es auf der CD haben. Oder auf der DVD oder auf der Blu-ray-Disc. Dort wird mit einem blauen statt einem roten Lichtstrahl die Daten ausgelesen. Der blaue Lichtstrahl hat ja eine halb so große Wellenlänge wie der rote. Daher können die Grübchen kleiner ausfallen und wir bringen dort mehr Daten unter. Man könnte sich fast fragen, wenn das so toll ist, das Zweiersystem, warum verwenden wir nicht immer das binäre System? Das binäre System hat auch einen Nachteil. Es verwendet viel längere Zahlen. Ein Beispiel. Im Zehnersystem verwenden wir für 9 Personen die Ziffer 9. Eine einzige Ziffer, 9. Im binären System müssten wir für die 9 schreiben 1001. Man sieht schon, binär wären die Zahlen wesentlich länger. Was lang ist, muss auch rasch übertragen werden. Und so werden wir auch die Geschwindigkeit der Übertragung messen in Bit pro Sekunde. Eine Stelle im binären System, die Entscheidung zwischen 0 und 1, ist ein Bit. Für die Zahl 9 haben wir 4 Bit verwendet. Diese Geschwindigkeit Bit pro Sekunde ist uns ja allen bekannt vom Internet. Der Upload etwas langsamer, der Download viel schneller in Bit pro Sekunde. Bit ist eine sehr kleine Einheit, daher sehr lange Zahlen. Man hat daher
Zahlengruppen zusammengefasst. Und zwar 8-Bit, 8-Bit, 1-Byte. Das ist recht praktisch, weil jeder Buchstabe auf der Tastatur und jede andere Taste auf der Tastatur wird mit 8-Bit kodiert, also 1-Byte. Auch beim Fotografieren ist 1-Byte praktisch, weil das digitale Bild besteht ja aus einzelnen Bildelementen und jedes Bildelement liefert 1 Byte, wenn wir schwarz-weiß fotografieren. Es liefert 3 Byte, wenn wir Farbe fotografieren, weil wir ja 3 Grundfarben haben, rot, grün, blau. 3 Byte pro Bildpunkt. Wenn man nun sieht, dass so ein Sensor vielleicht 3000 mal 4000 Bildpunkte hat, also 12 Millionen, dann ist schon klar, dass auch das Byte eine relativ kleine Einheit ist. Und da verwenden wir diese Vorsilben, wie wir es vom Alltag kennen. Kilo, Mega, Giga, Tera. Ein Kilovolt sind 1000 Volt. 1000 Meter sind 1 Kilometer. 1 Kilowatt, 1000 Watt. In Kaprun berechnet man dann natürlich schon mit größeren Einheiten in Megawatt. 1000er Faktor größer. Noch einmal 1000 größer, Giga. Noch einmal 1000 größer, Tera. Also vom Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte. Terabyte, das ist die Größenordnung, wie wir es für eine Festplatte haben. Festplatten, das sind Datenträger, wie sie in jedem Computer vorkommen. Festplatte, wie der Name schon sagt, besteht aus einer festen Platte, die magnetisiert werden kann. Genau genommen ist in jedem Festplattenlaufwerk eine Reihe von solchen Platten drinnen. Über die Platten schwebt ein Arm mit einem Schreib- und Lesekopf, der magnetisiert oder magnetisiert auch nicht an den richtigen Stellen dieser Platte und speichert diese Informationen 0 und 1. So eine Platte wird zu Recht Hard Disk Drive, HDD genannt. Neben diesen HDD-Festplatten gibt es auch solche, die man SSD nennt, Solid State Drive. Da bewegt sich nichts. Da sind Halbleiterelemente enthalten, die die Speicherung bewirken. Und diese Speicherung erfolgt noch viel rascher als auf den sich drehenden Festplatten. Daher der Vorteil, SSD, Solid State Drive, hat keine bewegten Teile, ist daher mechanisch nicht so anfällig, arbeitet schneller, aber ist teurer. Daher ist es üblich, dass in einem Computer eine große HDD drinnen ist für die Daten und eine kleine SSD für das Betriebssystem. Beides wird als Festplatte bezeichnet, obwohl das gar nicht so eine feste Platte ist. Diese Speicherung mit 0 und 1 ist eine sehr sichere Angelegenheit. Und die Übertragung von 0 und 1 ist eine sehr störungsfreie Angelegenheit. Das ist deswegen interessant, weil wenn wir ein Datenpaket, nur aus 0 und 1 bestehend, kopieren, woanders hinspielen und dort wieder speichern, entsteht eine Kopie, ein Abbild. Und diese Kopie ist genauso gut in der Qualität wie das Original. Da ist kein Unterschied.
wenn das Original ein Bild ist, dann ist die Kopie genauso hell, genauso farbig, nicht verknittert. Da ist kein Unterschied. Die beiden sind ident. Wenn jetzt eins von beiden verloren geht, also das Original verloren geht, zerstört wird, dann haben wir eine Kopie. Und wenn wir von der Kopie eine Kopie eine Kopie machen, dann haben diese Kopien immer gleiche Qualität. Eine sehr feine Möglichkeit, eine Datei zu sichern, indem wir eine Kopie machen. Jetzt kann man sich fragen, was bietet uns hier Microsoft an? Microsoft hat verschiedene Möglichkeiten in seinen Programmen vorgesehen. Eine davon ist, eine Schattenkopie anzufertigen. Ich schreibe einen Text, das Dokument wird immer länger und länger und in der Zwischenzeit wird immer wieder eine Kopie vom momentanen Stand dieses Dokuments gemacht. Das belastet den Computer und die Frage ist auch, wohin kommt die Kopie? Ist sie dann auch wirklich sicher? Eine andere Möglichkeit ist, einen Wiederherstellungspunkt zu erzeugen. Hier wird der Zustand des ganzen Computers abgespeichert und ich kann zu einem späteren Zeitpunkt den Zustand des Computers zu diesem Zeitpunkt wiederherstellen. Das ist ganz praktisch, wenn man Programme zum Beispiel aus dem Internet herunterlädt, dann draufkommt, dieses Programm ist eigentlich unbrauchbar, das will ich nicht. Ich weiß aber nicht genau, wo hat sich das überall auf meinem Computer eingenistet. Ich springe zurück zu diesem Wiederherstellungspunkt und der ganze Computer arbeitet so, wie er zu diesem Zeitpunkt war. Das installierte Programm mit allen seinen Schwierigkeiten ist verschwunden. Das hat aber auch den Nachteil, dass es erstens nicht immer funktioniert, wie ich leider erfahren musste, leidvoll. Und andererseits wieder die Frage, wo wird es gespeichert? Oft wird nämlich die Kopie und das Original auf der gleichen Festplatte gespeichert. Wenn ich jetzt eine Störung habe, einen Head Crash zum Beispiel, dass dieser Schreiblesekopf über die Platte kratzt und diese Platte unbrauchbar wird, dann ist ja sowohl das Original als auch die Kopie verloren. Eine weitere Möglichkeit, die Microsoft anbietet, ist die Cloud. Ich kann Daten in das weltweite Netz schicken, in die Cloud und sie so sichern. Und wenn der Blitz in die Cloud einschlägt, wenn ich keine Verbindung mehr zum Internet habe, dann habe ich ein Problem. Und dieses kann ich nur dadurch lösen, dass ich zu Hause selbst eine externe Festplatte habe, an den Computer anschließe und alles, was ich sichern möchte, auf diese externe Festplatte kopiere. Auch dieses bietet Microsoft. Er hat die Möglichkeit, Laufwerke, also nicht nur einzelne Dateien oder Ordner, sondern ganze Laufwerke zu kopieren, zu sichern. Ein Abbild von diesen Laufwerken zu machen. Jetzt habe ich einmal gesprochen von Festplatten und einmal von Laufwerk. Ist das dasselbe oder nicht? Es kann sein, es muss nicht sein. Auf so einer Festplatte, so eine Festplatte könnte ich als ein Laufwerk bezeichnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, diese Festplatte zu unterteilen, zu partitionieren. Ich kann auf einer Festplatte zwei Partitionen haben. Das sind abgeschottete Bereiche, wo ich zum Beispiel auf einem Teil, auf einer Partition nur die Programme habe, das Betriebsprogramm und Word und Fotoprogramm
und auf dem anderen Teil einer zweiten Partition die Daten. Laufwerke werden mit Buchstaben bezeichnet. Aus historischen Gründen gibt es die Buchstaben A und B nicht mehr und das Betriebssystem ist normalerweise auf dem Laufwerk C. Die Daten habe ich dann am Laufwerk D und dann kann es noch E und F geben. Zum Beispiel, wenn der Hersteller des Computers Sicherungsprogramme hat, die es ermöglichen, den Auslieferungszustand des Computers wiederherzustellen. Die Frage ist also, wenn ich ein Laufwerk sichere, was sichere ich dann? Und hier haben wir auf der Seite 5 dieses Dokuments die Übersicht. Auf der einen Seite die Laufwerke, wie sie der Computer anzeigt. C, D, E. Damit ist aber noch nicht gesagt, ist das eine komplette Festplatte? Ist das nur eine Partition einer Festplatte? Wie schaut das physikalisch aus? Diese Laufwerke, die auch Partitionen sein können von einer Festplatte, bezeichnet man als logische Laufwerke. Wenn wir in einer anderen Darstellung, nämlich in der Datenträgerverwaltung, uns die Laufwerke ansehen, dann haben wir physische Laufwerke. Und hier kann man klar erkennen, dass zum Beispiel D und E, diese Laufwerke D und E, auf einer physikalischen Festplatte sind. Es wäre also jetzt unsinnig, nur D oder E zu sichern oder vielleicht D auf E zu sichern oder umgekehrt, weil sich es ja hier um dieselbe physikalische und dasselbe physikalische Laufwerk handelt. Also mit Buchstaben bezeichnet die logischen Laufwerke, hier sichtbar die physikalischen Laufwerke. Aber wir brauchen uns um das auch nicht so großen Kummer machen, weil Microsoft uns anbietet, ein Laufwerk oder mehrere Laufwerke zu sichern. Und das habe ich in der Anleitung Schritt für Schritt beschrieben. Was brauchen wir also zum Sichern? Eine externe Festplatte, die wir über einen USB-Anschluss anschließen oder eine externe Festplatte, die über einen Swap-Wechselrahmen in den Computer eingeschoben wird und auf diese vom Computer leicht trennbaren Speichermedien kann ich dann eine oder zwei oder alle Laufwerke sichern. Und das ist meine Empfehlung. Ein Image, ein Komplettabbild aller Laufwerke auf ein externes Laufwerk zu übertragen. Und wie das Schritt um Schritt funktioniert, steht in dem Dokument und wir können anhand dieses Dokuments das ganz leicht nachvollziehen.